Die Szenen des Gewaltausbruchs, des Sturms auf das Kapitol in Washington am 6. Januar dieses Jahres haben sich in das amerikanische Gedächtnis eingebrannt. Gestern berichteten mehrere Polizisten vor einem Untersuchungsausschuss, was sie damals in Washington erlebt haben. Immer wieder wurden Szenen der brutalen Angriffe vorgespielt. 5 Menschen kamen damals ums Leben, darunter ein Polizist. Unter Tränen erzählt einer, der versucht hat, den Mob aufzuhalten. Er dachte, er müsse an diesem Tag sterben. Anhänger des damaligen US-Präsidenten Trump hatten sich am 6. Januar mit Gewalt Zutritt zum US-Kapitol verschafft. Der Ausschuss im Kongress soll die Hintergründe des Angriffs untersuchen. Steffen Schwarzkopf in Washington, wozu eigentlich diese Anhörung? Was will man überhaupt erreichen? Also zunächst einmal vielleicht zur Bedeutung dieses Ausschusses bzw. zur Bedeutung des 6. Januar. Für viele Amerikaner ist das vergleichbar mit 9/11, nur dass es diesmal inländischer Terrorismus für viele ist. Und die Fragen, die hier geklärt werden sollen, ist vor allem, warum waren da nur 150 Polizisten anwesend, obwohl draußen 10.000 Demonstranten standen, 800 das Kapitol gestürmt haben? Warum hat es so lange gedauert, bis überhaupt Verstärkung dazu gekommen ist? Warum haben die Geheimdienste keine Erkenntnisse gehabt oder die nicht adäquat weitergegeben? Das sind alles wirklich harte Fakten, die da zutage getragen werden sollen. Heute bzw. gestern, da ging es aber eher emotional zu und das Ganze ging 4 Stunden lang, diese erste Anhörung. Ich habe mir das angeschaut, versuche das jetzt zusammenzufassen in gut 1,5 Minuten in einem Beitrag und ich muss dazu sagen, das, was da zu hören war, das ist mitunter tatsächlich sehr, sehr schwer zu ertragen. Es war nicht nur der Kampf ums Kapitol, es war ein Kampf auf Leben und Tod. Die Bilder, die im Untersuchungsausschuss gezeigt werden, bedürfen kaum einer Kommentierung. Diese 4 Polizisten sagten jetzt aus, es sind Erlebnisse geprägt von Horror und Furcht. Das sind die Aufnahmen der Körperkamera von Officer Michael Fenone. Er wird von Trump-Unterstützern gepackt und die Treppen des Kapitols hinuntergezerrt. Ich hörte, wie die Leute schrien, tötet ihn mit seiner eigenen Waffe. Sie folterten mich, sie schlugen mich mit allem, was sie hatten, prügelten mit einem Taser auf meinen Kopf ein. Officer Daniel Hodges wurde fast zu Tode gequetscht. Ich wusste, ich kann nicht mehr. Gleich kollabiere ich. Entweder meine Kollegen bekommen mich oder die Terroristen, die mich lynchen werden. Physische und verbale Angriffe. Die folgenden Sätze von Officer Harry Dunn übersetzen wir nur teilweise. Eine Frau in einem rosa Trump-Shirt schrie, er hat Joe Biden gewählt. Woraufhin ungefähr 20 Leute anfingen zu skandieren. Boo! Fucking nigger. Die im US-Fernsehen live übertragenen Aussagen der Polizisten waren der emotionale Auftakt der Anhörungen. Monate weiterer detaillierter Untersuchungen und Zeugenaussagen werden nun folgen. So vielleicht zur Zusammensetzung dieses Ausschusses. Da sind 6 Demokraten dabei. Nur 2 Republikaner haben sich überhaupt bereit erklärt, mitzumachen. So, und normalerweise ist ein Ausschuss doch etwas relativ Nüchternes. Da geht es um Fakten, da geht es um Informationen. Das ist mitunter auch relativ, ich sag mal so, jetzt staatstragend, für einige langweilig. Das war jetzt nicht der Fall, das wird in den nächsten Tagen nicht der Fall sein. Und wenn ich davon sage, dass es normalerweise nüchtern ist, dann haben wir jetzt das komplette Gegenteil erlebt. Adam Kinzinger, ein Republikaner, der sehr mit sich selbst rang, der vor allem auch mit den Tränen rang, als er dann selbst das kommentierte, was er zuvor von den Polizisten gehört hatte. But you guys won. You guys helped. Ihr habt gewonnen, ihr habt gegengehalten. Und wisst ihr was? Demokratie wird nicht definiert durch die schlimmen Tage, sondern durch die Frage, wie wir auf die schlimmen Tage reagieren. So, also das war der erste Tag. Es werden Wochen, es werden Monate weiterer Anhörungen folgen. Und das Interessante ist, dass auch Mitarbeiter von Donald Trump dort vorgeladen werden. Engste Mitarbeiter aus dem Weißen Haus, das hat das Justizministerium so jetzt erst klargestellt, dass die dort auch auftreten müssen tatsächlich. Und dann geht es natürlich auch immer wieder um die Frage, inwiefern hat Donald Trump tatsächlich Schuld gehabt.
Mitschuld gehabt? Also das sind auch spannende Fragen und ich glaube, das sind Fragen, auf die viele, viele Amerikaner unbedingt Antworten hören wollen. Steffen, danke schön nach Washington.